Das ist der Heimatplanet der Ätherwächter. Das Sonnenlicht hier ist tödlich für dich. Das ist eine Wüste. Aber wie komme ich hierher? Jemand muss das Portal beschädigt haben. Du bist nicht an deinem eigentlichen Zielort angekommen. Und was soll ich jetzt tun? Ich fürchte, das Portal ist der einzige Weg, hier wegzukommen. Wir müssen es... Du meine Güte. Das tut verdammt weh. Bleib nicht in der Sonne, Ayumi. Das ist zu gefährlich. Wow. Ich hätte mir sowas nie träumen lassen. Lass die sonnigen Abschnitte so schnell wie möglich hinter dir. Wie schade. Ich wollte hier braun werden. Einige Teile müssen ausgetauscht werden. Du müsstest sie finden können. In der Wüste liegen viele Ausrüstungsteile der Ätherwächter lose verstreut. Ach, ich gewöhne mich so langsam daran. Gott weiß, wo ich bin und wozu. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich hier wegkommen soll. Es überrascht mich noch nicht einmal, dass es mich nicht überrascht. Was meinst du damit? Ach, egal. Vergiss es. Okay, gut. Und was ist, wenn wir jetzt hier... Ja, okay. Ich mache übrigens mal ganz kurz eine Aufnahmepause, ob der den Sound auch richtig mit aufnimmt, weil ich habe da gerade so einen Hintergedanken bekommen, vergessen zu haben, bei Audacity Start zu drücken. Guamatic over 9000. Ja, ich guck mal kurz nach. Okay, das läuft alles. Na super, umsonst gemacht. Und da... Das wird wieder Spaß geben am Ende beim Zusammenschneiden. Das wird Spaß geben. Hoffentlich kriege ich da wieder alles synchron hin. Ja, da ist Schatten. Da können wir mal versuchen, lang zu gehen. Geht aber nicht so sehr weit. Das ist der Schatten von dem Portal. Ayumi ist voll die Gamerin. Sonne ist tödlich. Kann ich mich voll mit identifizieren mit der. Was soll ich denn machen? Wo soll ich denn hin? Hä? Oder ist hier irgendwo Schatten in der Nähe, dass ich da... Da, okay, warte mal. Boah. Nein, nicht bis in die Sonne fighten. Tut mir leid. What? Ja, tut mir wirklich leid. Ah, oh, jetzt bin ich tot. Jemand muss das Portal beschädigt haben. Du bist nicht an deinem eigentlichen Zielort angekommen. Einige Teile müssen ausgetauscht werden. Da muss ich nicht nochmal hören. Komm, halt's Maul. Du müsstest sie finden können. Okay, hier zeige ich euch jetzt nochmal eben kurz das MG übrigens. Ja. So sieht das aus. So kann man... So sieht's anvisiert aus. Abschnitte so schnell wie möglich hinter dir. Können die nicht jetzt schon spawnen? Dann könnte ich die von hier wegballern. Ich komme da aber auch nicht irgendwie anders hin, ne? Ich guck noch mal kurz auf die andere Seite. Weil wenn ich schon halbtot da hingehe und die Viecher haben nicht gerade wenig Damage gemacht. Kann ich mir doch Angenehmeres vorstellen. Aber anscheinend gibt es das nicht. Okay, schnell. Lade ich auf. What? Ach ja, die von da hinten greifen auch noch mit an. Ja, da habe ich ja gar nichts gegen. Jetzt greift mich nicht an. Ich will noch schnell hier in Deckung gehen. So, die können mich jetzt nicht treffen gerade, oder? Nee, von hier aus nicht. Hey, hier ist keine Sonne. Oh. Alter, das ist nicht leicht. Jemand muss ganz und gar nicht. Haben. Du bist... Bleib nicht in der Sonne, Ayumi. Das ist zu gefährlich. Ich bleib ja nicht. Ich bleib doch nicht. So schnell wie möglich hinter dir. Einige Teile müssen ausgetauscht werden. Du müsstest sie finden können. In der Wüste liegen viele Ausrüstungsteile der Ätherwächter lose verstreut. Ja, ich such die Teile, ja. Ich bin ja dabei. Ja, und da sind wir wieder verbrannt. Alter! Ich raste gleich aus. Jemand muss das Portal beschädigt haben. Du bist nicht an deinem eigentlichen Zielort angekommen.
Nee, sag an. Bleib nicht in der Sonne, Ayumi. Das ist zu gefährlich. Lass die sonnigen Abschnitte so schnell wie möglich hinter dir. Das sag ich auch immer. Wenn meine Mutter sagt, ich soll mal ein bisschen rausgehen. So, hier kann ich lang. Das ist gut. Ich scheiß jetzt auf die Viecher, ganz ehrlich. Aha. Oh, fuck. Lade dich auf, danke. Die Hitze ist unerträglich. Geht diese Sonne nie unter? Ach, die kommen jetzt alle? Ja, genau. So, ich mach mal eben hier. Die Ätherwächter haben diesen Planeten verlassen, als die Sonne explodierte. Sie haben diese Schilde gebaut, um sich zu schützen. Doch am Ende mussten sie trotzdem gehen. So, jetzt hoffe ich, dass das klappt, was ich hier vorhab. Komm schon. Das muss jetzt klappen. Okay, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich weiß nicht sehr viel über diesen Ort. Aber vielleicht leben hier noch ein paar Kreaturen. Also sei besser vorsichtig. So, und ich hoffe übrigens jetzt immer auf den Kompass zu achten. Ich hoffe nicht, dass ich schon was übersehen habe oder so. Oh, da wollen sie rein. Wäre ja noch besser. Aber, huch, okay. Sieht wie ein Teil des Portals aus. Ach ja. Ich muss noch die anderen finden. Ach so, ja, die da schweben, genau. Schon gedacht, wo wird denn das verbaut? Was für ein Gestank! Wo bin ich auf einen neuen Feind getroffen? Was passiert hier? Wow! Ein Riesenwurm? Boah, der stinkt! Alter, die hat Leiden. Wie soll ich den denn angreifen? Alter! Genau! Raste aus, ey. Ist das schon wieder ein Bossfight? Ist das ein Bossfight, sagst du? Ich hoffe ja mal nicht, ey. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das richtig... Ja, ich muss den killen, um weiterzukommen. Ja, war ja klar. So einfach kriegen wir die Teile nicht. Mache ich das richtig? Warte mal. Fuck. Ich glaube, da würde ich mit dem MG sogar noch mehr. Ja, eindeutig, da mache ich auch mit dem MG noch mehr. Alter, dein Ernst? Ich habe eine Idee. Nee. Ach, ich kann gar keine Attacken. Stimmt, ich habe ja keinen Rage. Muss ich mal kurz quitten. Oh, der schlecht. Oh, Skype. Skype liebt mich gerade wieder. Ich habe wieder vergessen, auf beschäftigt zu gehen. Na, ich keinen Bock habe, die Aufnahme zu pausieren, muss ich damit jetzt mal leben. Alter, ich mach das so falsch, ne? Soll ich mich vielleicht erstmal umgucken hier? Was ist denn hier? Das Teil hier macht ja nichts, ne? Nee. Ah, warte mal. Bleib mal hier. Nee. So nicht. Warte mal, vielleicht noch eine Idee?
Ja, ich kann den anvisieren. Alter, wie kurz bleibt denn der draußen? Ey, der bleibt so kurz draußen, ich kann den immer anvisieren. Nee, das kann ich vergessen. Aber es heißt schon mal, dass ich dem am Kopf Damage machen kann anscheinend. Der dreht sich auch immer mit der Unterseite zu uns. Falls wir den von der anderen Seite treffen müssen, wäre es ja unmöglich. Alter, ich habe keine Ahnung gerade, ne? Aber wirklich gar nicht. Kann ich den vielleicht mit meinem Frozen Skill einfrieren? Ah ne, ich habe ja keinen Rage. Was ist denn halt für eine Scheiße? Soll ich einfach weitermachen? Das kommt mir so falsch vor. Soll ich einfach mal so? Ach, nee, eher nicht. Alter, das ist sowas von nicht richtig, ne? Kann nicht richtig sein.